Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerks Emerald Empire, das Smaragd-Imperium, heute mit dem Teil Fauna. Die Tierwelt von Rokugan ist ohne Zweifel so vielfältig wie die Pflanzenwelt. Von den großen Braunbären in den Nadelwäldern des Nordens leben bis hin zu den tropischen Schlangen der Mantisinseln und den wilden Löwen der zentralen Ebenen beherbergt Rokugan unzählige Tierarten. Einige Tierarten sind in ganz Rokugan zu Hause. Manche von ihnen ziehen quer durch das Land und andere sind einfach überall in der Wildnis zu finden. Andere Arten dagegen sind nur in bestimmten Regionen beheimatet, während Panther und Papageien auf den tropischen Inseln und im Dschungel des Mantis-Clans gedeihen, bevorzugen Hirsche und Erdhörnchen die offenen Ebenen. Ziegen und Pumas leben in abgelegenen und felsigen Gebieten der hohen Berge. Wälder und Berge haben eine besonders hohe Artenvielfalt, während in den kultivierten Ebenen weniger verschiedene Arten leben. Die langen Küsten von Rokugan ziehen sowohl Vögel als auch andere kleine Tiere an, besonders in Gebieten, die von menschlichen Händen unbefleckt sind. Vielleicht ist die dichteste Tierpopulation jedoch im Meer vertreten. Der Mantis-Clan hat vor langer Zeit gelernt, das reiche und wunderbare Wasserleben von Rokugan zu respektieren. Die warmen Meere im Süden und rund um die Mantis-Inseln sind mit bunten, tropischen Korallenfischen gefüllt. Es gibt noch viele Arten von ihnen, die noch niemand identifiziert, geschweige denn benannt hat. Mantisfischer fangen und exportieren viele dieser exotischen Tiere als Haustiere. Tropische Fische zu halten, ist ein beliebter Zeitvertreib unter den reichen Adligen des Kaiserreiches. Wärmeren Gewässer sind auch Heimat für anmutige Delfine, blutrünstige Haie und schwarze Schweinswale. Zusammen mit 100 verschiedenen Arten von Muscheln und Quallen und ein paar selteneren Tieren wie der Manatis. Die Ozeane beherbergen viele Arten von Meeresschildkröten, Mantarochen und Walen, wobei die letzteren von großen bis riesigen Arten reichen. In den nördlichen Gewässern sind die beeindruckenden Schnabelwale, auch Narwale, zu finden. Während verstohlene Seelöwen und Pelzrobben zahlreich sind und für Pelze geschätzt werden. Walrosse und Pfeilschwanzkrebse können nur im Norden gefunden werden, während Spinnenkrabben, das größte und eindrucksvollste Krustentier, das in Rokugan bekannt ist, fast überall der Küsten des Reiches gefunden werden kann. An Land gehören Dachse, Fledermäuse, Bären, Wildschweine, Katzen, Hühner, Hunde, Esel, Füchse, Frösche, Erdhörnchen, Pferde, Löwen, Eidechsen, Affen, Mäuse, Maultiere, Ochsen, Schweine, Ponys, Kaninchen, Ratten, Schafe, Schlangen, Eichhörnchen, Hirsche, Tiger, Schildkröten, Wölfe und Yaks zu den verbreiteteren Tieren. Siebenschläfer, kupferfarbene Fasane, bunte Spechte, Kammadler und insektenfressende Maulwürfe und Spitzmäuse sind ebenfalls fast überall anzutreffen. In den südlichen Wäldern können Affen und Fledermäuse gefunden werden und im Dschungel der Mantisinseln gibt es noch größere Affen, Chamäleons, Panther, Papageien, Salamander und viele Arten von Schlangen. Etwas seltenere Einwohner der Mantisländer schließen die Schlangenweihe, zahlreiche Arten von Eidechsen und Makaken ein, gekennzeichnet durch ihre roten Gesichter und Backentaschen. Die Mischwälder von Rokugan, gemäßigten Regionen, beheimaten kleine Hirsche, deren schöne Felle sich den Jahreszeiten verändern, sowie Braun- und Rotbären, Wölfe und Hunde, rotbraune Füchse, edel aussehende Hirsche, schwarze Krähen und wilde Eber.
Eidechsen, Schlangen und Kleinwild wie Hase sind ebenfalls sehr verbreitet. In den Nadelwäldern des Nordens kann man Braunbären, Haselhühner, Hirsche und gelegentlich Steppentiger von der anderen Seite der großen Nordwand sehen. Nagetiere aller Art ziehen sich durch das ganze Reich und sind in den Wäldern ebenso zahlreich wie in den Ebenen. Felsigen Hügeln und hohen Bergen können aggressive Schwarzbären und wilde Pumas manchmal eine Gefahr für unachtsame Reisende darstellen. Andere Tierarten wie Dachse, Bergziegen und kleine Nagetiere sind ebenfalls reichlich vorhanden. In stark bewaldeten Bergen kommen auch Rotbären, Rehe, Hirsche, Kleinwild und Wildschweine in großer Zahl vor. In den Ebenen von Rokugan leben weniger Tiere, vor allem weil die meisten dieser Gebiete vor langer Zeit von den Menschen besiedelt und kultiviert wurden. Trotzdem leben Hirsche, Waschbären, Marderhunde, genannt Tanuki, wilde Pferde und Erdhörnchen in den Ebenen des Kaiserreiches. Diese Gebiete sind auch nicht ohne Raubtiere wie Pumas, Luchse und Wölfe. In den zentralen Ebenen des Imperiums streifen auch Löwenrudel durch die Ebenen. Entlang der Flussufer und Seen findet man Riesensalamander, genannt großer Pfefferfisch, das größte bekannte Amphibientier, Nerz, Fischotter und verschiedene Arten von Enten, insbesondere den Mandarinen, sind ebenfalls zahlreich. Süßwasserfische wie Lachs und Regenbogenforelle sind in den meisten Seen und Flüssen des Reiches reichlich vorhanden und bilden einen wichtigen Teil der rokuganischen Ernährung. Zusätzlich zu allen Säugetieren und Reptilien, die in Rokugan beheimatet sind, gibt es über 600 verschiedene Vogelarten, die diese Länder als Heimat betrachten. Die häufigsten sind der Spatz, die Hausschwalbe und die Drossel. Krähen sind auch ziemlich häufig, wie Rotkehlchen, Spechte, Turmfalken, Kuckucke, Fasane, Tauben und Hühner, obwohl natürlich die meisten der letzteren Nutztiere sind. Etwa ein Viertel der Vogelwelt von Rokugan lebt am oder in der Nähe von Wasser. Der Kranich, der Reiher, der Schwan, die Ente und der Storch sind ziemlich sicherlich am häufigsten anzutreffen. Jede dieser Arten umfasst mehrere Unterarten, wie den Graureiher, den Schwarzreiher, den Grünreiher oder den Teichreiher, um nur einige zu nennen. Andere Arten von Vögeln wie der Taucher, der langhalsige Kormoran und die Schnepfe leben an Seen, Teichen und Sümpfen. Soweit zur Fauna von Rokugan. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und ciao, bis zum nächsten Mal.